Diese Männer plünderten dann die Schiffswracks. Man nannte sie die Plünderer. Der Kapitän ist ihr Anführer. Er ist ein brutales Tier. Seine Kraft gewährt ihm Macht über seine Schergen. Er hat bereits so viele Verbrechen begangen, dass er am Rande des Wahnsinns wandelt. Die Dorfbewohner munkeln, dass er von den Geistern seiner Opfer heimgesucht wird. Sein Wahnsinn macht ihn äußerst gefährlich und unberechenbar. Le Bosco, von der ganzen Marine verflucht, der schimmelige Apfel im Korb. Eines Nachts tauchte er stockbetrunken auf, mit seiner Tasche auf der Schulter. Er folgt dem Kapitän, aber dieser Seemann hat immer sein Messer bereit und ihm sind Befehle zuwider. Er wartete auf seine Zeit wie ein Geier. Er ist falsch und hinterlistig. Paul, auch er war einst ein Seemann. Er erduldet die Befehle des Kapitäns und katzbuckelt vor Le Bosco. Er wird auf der Seite des Siegers sein. Er ist grausam und feige und hat das schlimmste Temperament von allen. Er ist der stärkste der Piraten, denn jeder von ihnen denkt, er wäre auf seiner Seite. Tina, die Plünderin, Engel der Verfluchten, wild und pervers. Diese grausame Bestie ist immer bereit, Unschuldige zu verschlingen, die ihrem männerfressenden Kiefer zu nahe kommen. Sie wird kein Mitleid zeigen. Für sie ist das Plündern der Wracks und das Töten der Überlebenden nichts weiter als ein Spiel. Mehr als ein toter Mann mit aufgeschlitzter Kehle sah als letzten Anblick ihren prächtigen, schamlosen, nackten Körper. Und ihr? Wart ihr dort, Kapitän? Ich? Nein. Ich war hier. Warum habt ihr dann Blut auf eurem Hemd? Du bist verrückt. Da ist nichts. Gott verfluche die Plünderer. Die Sonne geht über der Küste auf. Ein trauriger und grauer Tag. Die Flut kommt. Ich sehe zwei Silhouetten. Sie erheben sich und setzen sich in Bewegung. Das reicht! Halt den Mund! Sie sind immer noch schwach. Sie unterstützen einander und taumeln vorwärts. Seid gewarnt! Sollten Sie von diesem verfluchten Dorf erfahren, wird Sie nichts davon abhalten, sich zu rächen. Sollen die Geister kommen? Ich habe vor niemandem Angst!
Lasst sie zum Kapitän kommen! Ob Gott oder der Teufel, ich schlitze euch die Kehle auf! Na kommt schon! Kommt schon, ihr Geister! Ihr Gespenster! Ihr Dämonen! Ihr wollt zum Kapitän? Ich erwarte euch! Ihr seid bereits tot und ich töte euch noch einmal! Wir müssen ihn zum Schweigen bringen, bevor er alles erzählt. Er ist betrunken. Ich sah, wie eure Schädel an den Felsen zerschmetterten! Ich werde sie töten. Wie böse Kreaturen. Ich werde sie erwürgen. Ich will spüren, wie ihre Knochen zwischen meinen Fingern brechen. Ich will sie überwältigen. Ich will mich an ihren Wunden und Blut laben. Ich will sie zerschmettern. Und du wirst dabei zusehen, bis nichts mehr von ihnen übrig ist. Nee. Müssen sie sterben? Ja, schon sehr bald. Ich würde sie gern retten. Sie gaben ihre Leben für uns. Könnt ihr nicht helfen? Nichts kann sie mehr retten. Nein, ich kann die Ruinen nicht verlassen. Aber sie werden ihre Rache bekommen. Diese vier Piraten sind verdammt. Sie werden zugrunde gehen. Wir werden uns mit ihnen treffen. Es wird zu spät sein. Das macht nichts.